So, gut. Ja, wir machen jetzt mit dem Akku-Duell weiter. Dann beschwören wir mal los. War unglaublich. Accio. Ja. Kann ich kaum besser machen. Tja, das war's dann wohl. Nach deinem schlechten Auftritt gegen Natty dachte ich, ich könnte dich schlagen. Nein, du hast mich unterschätzt. Das war dein Fehler. Na, immer schon egoistisch bleiben. Wieder auf dem Weg. Wunderbar. So. Revelio. Hallo, Homura. So. Was haben wir denn hier? Ein Demigeist. Revelio.
wichtig ist Muggelfangs Handbuch, sei denn diese missverständliche Artefakt ist angeblich wichtig für die Muggelkriegs... Ja. Ja, aber... So viel und viel und... Rebellio! Keine komische Bewegung. Also, die mir das genau setzen. Revelio! Du gehörst mir, Demigeist. Alohomora. Viel zu viele Treffer. Ist der eine bessere aus? Ja? Ah.
Sie täten gut daran, diese junge Person nicht zu unterschätzen. Ja. Ihre Begabung für Magie übertrifft alles, was ich je gesehen habe. Und ich unterrichte schon sehr lange. Wie schön, eine solche Schülerin zu haben. Das kann es sein. Da sind sie ja. Ich habe ihre Eule erhalten. Ich konnte mit Lodgok reden, dem Goblin, den ich erwähnte. Was haben Sie erfahren? Er und Renrock standen sich nahe, aber sie haben sich zerstritten. Glauben Sie, man kann ihm trauen? Er wirkte aufrichtig. Es ist natürlich schwer zu sagen, aber Sirona Ryan vertraut ihm. Besser als nichts, nehme ich an. Gesetzt den Fall, wir trauen ihm. Hilft er uns, Renrock zu finden? Ich habe einen gestohlenen Helm geborgen, mit dem er Renrocks Vertrauen zurückerlangen will. Nicht schlecht. Hoffen wir, dass sich Ihre Bemühungen auszahlen und wir etwas über Renrocks Pläne erfahren. Lodgok hat erwähnt, dass Renrock etwas sucht. Er konnte mir aber nicht sagen, was. Vielleicht birgt der Helm ein paar Antworten. Renrock sucht irgendetwas? Das hatte ich befürchtet. Bei meinem Besuch meines Porträts in meinem Schloss hörte ich ungewöhnlich viel Betriebsamkeit. Kobold und Zauberer, vermute ich. Schloss Rookwood? In meinem ehemaligen Zuhause, ja. Und in dem Schloss findet ihre nächste Prüfung statt. Sie haben nichts gesehen? Mit niemandem gesprochen? Nein. Ich gab mich nicht zu erkennen. Ich war erst vor kurzem dort und unter denen, die ich hörte, war niemand, den ich kenne oder dem ich vertraue. Ich blieb versteckt, um nicht die Zerstörung meines Porträts zu riskieren. Leider ist Victor Rookwood, offenbar ihr Nachkomme, ein schwarzer Magier und mit Renrock verbündet. Mein Nachkomme? Ein schwarzer Magier? Wir haben keine Zeit zu verlieren. Trotz der Hindernisse, die Sie erwarten, müssen Sie sich sofort auf den Weg zu Schloss Rookwood machen. Es ist nicht nur der Schauplatz der nächsten Prüfung, sondern birgt auch eine Energiequelle, die in den falschen Händen verheerend wäre. Ich wünschte, wir hätten mehr Zeit. Allerdings zweifle ich nicht an Ihren Fähigkeiten. Finden Sie schnellstmöglich... Na gut, Sir. Bin... Viel Erfolg. Sputen wir uns! Wir treffen uns...
So. Wer hier wohl wohnt? Das ist eine gute Frage. Also jetzt immer wieder so. Du hast doch Treadwell freigelassen, oder? Du sollst doch... Was ist hier los? Sie machen gemeinsame Sache, aber sie mögen sich eigentlich nicht. Sie werden mir wohl zustimmen, dass wir einen anderen Weg hineinfinden müssen. Gehen wir. Thank you.
gerne hätte ich erst den Speckpilzeintopf. Was ist da los? Zum ersten Mal, glaube ich. Aber vielleicht noch ganz am Anfang irgendwo. Ich könnte also sterben. Ich hab jetzt nicht gedacht, in den Spaß. Wenn man den Gerüchten Glauben schenken darf, sorgen Sie dafür, dass die Tierwesenpopulation wächst. Woher nehmen Sie die Zeit dafür? Renrocks Rebellion hält niemand auf. Das geht nicht gut für dich aus. Expulso. Uzio. Wenn ich gewusst hätte, dass du das halbe Land umgreifst. Ich müsste nicht rumgraben, wenn du mir endlich das Kind bringen würdest.
Wir bräuchten das Kind nicht, wenn du keinen Drachen geschickt hättest, um den Behälter zu holen, für den ich dem Ministerium zahllose Gefallen getan habe. Du hast sie einsteigen lassen. Meine Möglichkeiten waren beschränkt, denn in dieser verdammten Schule wäre er außer meiner Reichweite. Hast du hier nicht genug Einfluss erlangt? Ich habe dich das Haus meiner Familie untertunneln lassen. Mich lassen? Du bist hier, weil du von einem Hüter abstammst und in Zukunft eventuell irgendwann von Wert sein könntest. Wir hatten uns geeinigt. Ich teile die Macht mit dir, die ich gefunden habe, und du findest die noch verborgenen Magievorräte. Also, wenn du keine weitere Demonstration meiner Macht sehen möchtest, einer Macht, die du selbst begehrst, bring mir das Kind. Wir wussten, dass sie hinter ihnen her sind, aber jetzt wissen wir, dass sie Speicher der Magie suchen. Und Renrock weiß von den Hütern. Ja, das habe ich auch gehört. Professor Rookwood sagt, dass sie nach der nächsten Prüfung mehr verstehen werden. Gehen wir in das Schloss. Meine, es hätte die doch sogar ausgeschalten. Naja. Soll ich deiner Mutter noch was übermitteln? Expulso! Bedeutet Ärger. Und ich bin ganz allein. Nee, da holen sie nicht mehr. Wenn man den Gerüchten Glauben schenken darf, sorgen Sie dafür, dass die Tierwesenpopulation wächst. Woher nehmen Sie die Zeit dafür? Das ist wohl der schnelle Weg nach unten.
Sieht nach Ärger aus. Incendio! Ich habe Bakars Turm schon oft gesehen. Ich hätte nie gedacht, dass es... Koboldspuren. Sie sind uns einen Schritt voraus. Folgen wir ihnen. Und der nächste da. Oh, naja. Und die Quelle von Renrocks Macht. Sieht leer aus. Warum sind sie noch hier, wenn sie alles entnommen haben? Renrock sagte, dass es noch mehr zu finden gibt. Wenn er damit recht hat, liegt es womöglich hier. Wo auch immer es ist, wir müssen es finden, bevor sie es tun. Wo ist das Porträt? Ich habe etwas gehört. Ich hatte gehofft, dass sie es sind. Ich habe Bakars Turm schon oft gesehen. Ich hätte nie gedacht, dass er so viele Geheimnisse birgt. Professor Rookwood! Die Kobolde und die schwarzen Magier im Schloss suchen nach Magievorräten. Sie haben einen Behälter aufgebrochen. Nein, es ist noch schlimmer, als ich gedacht habe. Wenn, wie Sie es Percival sagten, ein Kobold in seinem Verlies mächtige Magie wirkte, dann haben Sie irgendwie gelernt, das kann nicht sein. Und Sie wissen, dass Sie ein Hüter waren. Renrock nannte Sie so. Das ergibt keinen Sinn. Wie hat... Das besprechen wir später. Jetzt müssen Sie die nächste Prüfung absolvieren. Sir, ich habe mich doch sicherlich bewiesen. Angesichts der Geschehnisse sollten Sie mir vielleicht alles sagen. Sie müssen diese Macht zuerst vollkommen begreifen. Dafür sorgen diese Prüfungen. Macht ohne Wissen ist enorm gefährlich. In den falschen Händen. Wir müssen Renrock überlisten. Oh. Und meinen unseligen Namensvetter. Gut, Professor. Sagen Sie mir, wo ich hin muss. Ich werde es Ihnen zeigen. Professor Fick muss Sie jetzt verlassen. Ich würde mich Ihnen anschließen, wenn ich könnte. Ich erwarte Sie in der Kartenkammer. So, mal gucken, was uns erwartet. Incendio!
Revelio. Sind normal. Ich muss die Säule verschieben, um hier herauszuklettern. Vielleicht ist der Torbogen die Lösung. Diese Säule versperrt den Weg. Ich muss sie verschieben. Yeah.
Premiere. Lässt sich dieser Torbogen irgendwie verschieben? Ich muss hier nach links gehen. Aber wie? Revelio. Vielleicht muss ich die Markierung an der Wand gegenüber treffen.
So habe ich schon einmal Torbögen verschoben. Säule, aber kein Vorsprung zum Festhalten. Ha!
Guardium Leviosa. Ist es möglich, einen dieser Blöcke durch den Torbogen zu ziehen? Nachdem ich den Block durch den Torbogen gezogen habe, kann ich ihn so platzieren, dass ich auf der anderen Seite draufklettern kann. Hier.
Augen auf den Mund aus. Einfach mal Augen auf den Mund. Revelio. Video.
Tür. Gang und Mendoza. Ich guck mal, was das ganze Beleg ist dabei. Thank you.
Captain Central. Ich bin ein bisschen besser.